Name ist Sabine Wilms. Ich bin Inhaberin der Hundeschule Hotdog in Gelsenkirchen. Ich bin Ausbilderin für Familienhunde und Sachverständige für das Land Nordrhein-Westfalen. Ich habe heute meinen Hund James mitgebracht. Wir beide gehen heute mal über die Kirmes. Es ist morgens, es ist also noch nicht so voll. Und wir zeigen mal, wie man einen Hund auf die Umweltprägung vorbereitet. Wo viele Familien mit Kindern sind, wo es laut ist, wo die Hunde eigentlich nichts anderes sehen als Füße. Ja? Die Gerüche sind extrem, die Enge der Menschen ist nicht optimal für den Hund, das heißt, da ist auch die Unfallgefahr sehr hoch. Ich würde meinen Hund zu Hause lassen. Ich würde meinen Hund nicht mitnehmen auf ein Volksfest, auf ein kleines Stadtteilfest, auf ein Gemeindefest, da kann man das mal machen, aber auf ein großes Volksfest, wie zum Beispiel die Pranger Kirmes, würde ich meinen Hund auf keinen Fall mitnehmen. Wenn ihr mit eurem Hund mal über ein Volksfest geht, über ein kleineres Volksfest oder über ein Gemeindefest, achtet darauf, dass der Hund regelmäßig Wasser bekommt, gerade bei den warmen oder heißen Temperaturen im Augenblick. Achtet auf die Körpersprache eures Hundes. Wie ist der Körper? Ist er angespannt? Ist er eingefallen? Ist die Rute zwischen den Beinen? Hängen die Ohren ein bisschen runter? Hechelt der Hund stark? Merkt ihr einfach, dass er aus der Situation raus möchte? Dann ist es vielleicht einfach zu viel. Wenn ihr das merkt, dass es zu viel ist, versucht wirklich dem Hund so kleine Freiräume zu geben, dass man immer mal wieder aus dem Geschehen rausgeht. Wenn man einen gut erzogenen Hund hat, der umweltprägt ist und dem ein Ausflug auf ein kleines Gemeindefest nichts ausmacht oder vielleicht mal, bevor die Kirmes richtig voll ist, mal drüber gehen, dann macht es natürlich auch Spaß. Ein gut erzogener Hund macht Spaß. Ja? Wir sind ein Team. Er passt auf mich auf, ich passe auf ihn auf. Man ist nie alleine. Man erlebt viele lustige Dinge. Man schließt absolut ganz, ganz tolle soziale Kontakte.